Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19, willkommen hier zurück auf der Erlengrad mit dem lieben Flo. Ein wunderschön. Ja, kann man die halt mal verdienen, ne? Ja, ein paar Bahnen da liegen. Naja, gut, wir spielen jetzt schon echt lange auf der. Ja. Wie aber die Namen sind auch relativ ähnlich. Ich habe geguckt, wir müssen jetzt genau 22 Stunden haben. Folgen. Also Folgen. Folgen haben wir. Das müsste jetzt, wenn ich mir gut stehe auf den Gleisen, wenn ich mich nicht täusche, warte. Das müsste normalerweise Numero. Jetzt haben wir 25, ich glaube, dann haben wir noch zwei aufgenommen und dann noch eine und die hier. Warte, da müsste man 2 rechnen. Eieiei, das kann man wenn du. Es ist spät abends, Leute, warte, unsere Gehirnzellen müssen gleich wieder aktiviert werden. Warte, ich muss. Es sind Ferien, sorry. Ja. 25, 8. Das ist die 29. Folge, oder? Ich glaube schon, warte, nachrechnen. Das ist schon hier. Ja, ist die 29. Folge normalerweise. Bist du richtig? 29 Folgen, 22 Stunden Spielzeit. Boah, kann man machen, ne? Kann man mal machen und dann so. Noch Ellerbach sagen. Aha! So, warte, jetzt muss ich gucken mal. 119.000 kostet den. Das geht eigentlich voll klar für PGA. Ja. Muss, oh, geht's wieder hoch. Machen wir Radio an. Okay, das habe ich mir auch schon gedacht, dass du das ergänzen kannst. Dass er das nicht da hoch schafft. Aber ich muss da oben dann auch nochmal längs düngen. Da kommt wer eigentlich. Moin! Alter, wie ist das passiert? Achso, der Stein. Oh. Stein, ganz schwierige Sache. Steine und Unitrag. Schwierig. Aber ich stehe da nur so, sehe da nur so ein Licht und dann fliegt der Unitrag über mich. Oh Mann. Hast du da über die Bahn drüber gedüngt? Ist die noch da? Normalerweise schon. Ich glaube, wenn ich drüber gefahren wäre und die wäre hinter mir weg gewesen, dann hätte ich es gemerkt. Und das Gute ist, unsere Schafe, wenn man das an unsere Schafe verfüttert, dann kriegen wir auch gleich noch ein bisschen Dünger mit, dann wachsen sie besser. Mhm. Ganz neumodisches. Oh Mann. Aber bei stimmt, das bringt uns eigentlich mehr. Dann können wir mehr Wolle produzieren. Da drüben hast du noch eine Bahn. Ich noch weiß, ich wollte dich gerade bloß nicht sperren zu lassen. Achso. Jetzt muss ich da drüben noch einmal längs. Nee. Ach, dann sind wir schon fertig? Ja, oben kannst du nicht düngen. Stimmt, da kann ich gar nicht düngen. Ich wollte jetzt eigentlich gerade hochfahren, ne? Oh Mann. Oh, ganz kurz, dann bin ich auch fertig. Noch ein Stückchen, komm, du schaffst es, ja! Steier, du schaffst es! Oh, der Motor, Alter. So, warte. Jetzt parken wir mal kurz hier Hand, vom Bremsring. Bin schon da, ne? Ja, ich hab bloß gerade noch mal kurz geguckt. Oh, vielleicht sollte man. So. Ich lass dich vorausfahren. Du bist nämlich schneller als ich. Oder ist ein Baum. Eieiei. Auf ihn. Hoppassa. Oh, wieder auch oben. So. Und du bist mal wieder hinterher. Hast du gar nicht mit Absicht die Dinger mitgenommen? Oder mitnehmen wollen, wo leider stehen bleiben? Cool, ja, hab ich. Ich weiß gar nicht, kannst du mir erklären, warum der 60 fährt? Oh Gott. Nee. Also der fährt standardweise 58.
War der nicht mal langsamer als wieder Ding? Also bei ich mir. Ich war ja 61, 62. Hm? 63. Deswegen dachte mir schon, dass du so schnell bist, aber also bei mir ging er 52, max. Weil du hast mich mit dem Linktrag fast überholt. Und der geht nämlich immer 53. Wie vielleicht hast du die Dinge... Kann ich vielleicht... Tempomat gefahren bist. Nee, bin ich mit Tempomat gefahren. Vielleicht hast du Dings gemacht gehabt, Kann es sein, dass du bloß H7 genutzt hast, maximal? Was? Kann es sein, dass du maximal H7 genutzt hast? Hat er eine Gangschaltung? Ja. Bei mir nicht. Ach, da musst du einstellen. Ach so. Also bei mir... Gaspedal vorwärts, fährt er vorwärts. Bremse, Bremse, hinten rückwärts schalten, fährt er rückwärts. So war's bei mir. Jetzt habe ich ja noch 90 Liter drin, wollte ich mich verarschen? Ich pack die jetzt einfach. Bitte entlad richtig, Kollege. Ich weiß nicht, wie er immer entlädt. Oder warte. Ich fahr da mal verkaufen, ne? Was verkaufen? Heu. Ne, jetzt doch nicht mehr. Wir spulen jetzt einmal vor, würde ich sagen. Okay, ich dreh um. Gerade auf der Hohen war rausgefahren. Linker rein. Ich dreh um. So, warte. Auf gut Glück entlad Böde richtig. Und nicht jetzt rechts von mir. Ja, hab's doch gewutscht. So, dann können wir nämlich das Ding jetzt abkoppeln und schnell zurückgehen, bevor uns hier noch irgendwelche Kosten abgezogen werden. Gemietete Fahrzeuge zurückgeben, jawollos. So, dann können wir den aufräumen. Ja, vorher nochmal waschen. Den müssen wir machen, weil. Da kann sich doch keiner angucken. Nur so eine Frage, ne? Müssen wir nochmal. Bekommen wir nochmal Unkraut, ja oder nein? Nee, normalerweise nicht. Also wenn es einmal drauf war und ich hab's weggemacht, ist normalerweise weg. Soweit ich weiß. Die Uhr ist halb so. 11. Die Frage ist, ob unser Feld bis dahin reif wird. Ah doch, ich glaube schon, oder? Ja, ansonsten, wir haben ja noch andere Sachen zu tun, aber so ist es nicht. So. Da Dreieck nochmal selber machen hier. Ja. Ist wieder einigermaßen sauber, glaube ich. So. Stoß. Hm? Ach so. Wir pennen. Ja, okay, ich bin dabei. Ich war zwar noch im Steuer drin, ich schlafe immer im Steuer, ne? Ich habe es 5:30 vorgespult. Das war keine gute Idee. Wieso? Ich bin unter der Karte. Oh. Mutti! Aussteigen und nochmal einsteigen. Oh, jetzt hat geklappt. Danke. Okay. Eieiei. Ja. Ja. Es ist 5:29 Uhr. Ist bei Fuß, noch. Bei Fuß, bei Fuß. Bleib jetzt da. Was, ja. Komm mit. Warte mal, ein bisschen spulen wir nochmal vor, dass 6 ist. Mausi. Oh, passt. Dann drehen wir den Steuer mal wieder auf. Ein Fuß. Willst du gerade mit unserem Hund? Was wollen wir denn eigentlich für einen Namen geben? Der hat bis heute noch keinen Namen, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Bobby? Bobby. Okay. Ja, Bobby, ja. Komm, ab. Okay, dann heißt er so. Oh, passt. Da war das Wichtige. Wir gucken mal auf unsere Felder. Wie sieht es denn da aus? Im Wachstum. Mann. Aber. Vorletzte Stufe. Ja gut, ich glaube, da wird heute nichts mehr. Wieso werden. Oh scheiße, die sind in der ersten Wachstumsstufe. Sind die reif? Die sind reif, aber in der ersten und da bringt sie nicht viel. Ach so. Ich glaube, wir spulen nochmal einen Tag vor. Warte, wie sieht unsere Silage aus? Das ist nämlich wichtig. Die wäre reif, wie ist der Preis? Wir könnten Missionen machen. 298. Ich habe eine 6000 Euro Mission, Seemission. Feld 16. Feld 16, wo ist denn dies? Hm, da. Bei der 15. Die wäre nicht groß. Ja. Dann fahr mit dem B-Truck oder so hin und dann machen wir die, oder? Ich würde dann Helfer reinmachen, oder? Ja, schon. Hafer. Du.
Ja, können wir gerne machen. Aber, ja, okay, die Ich habe eine Mission. 11.000 Euro Ballen pressen und 9.000 Euro Ballen fressen. Ey. Ja, aber dann müssen wir uns das Zeug dann wieder ausleihen und dann haben wir nur einen Traktor. Das ist dann auch wieder ein bisschen blöd, vorbei. Dann schickt mir den Betrag hin, weil dann haben wir den stärksten noch am Hof. Also ich akzeptiere erstmal die 6.000 Euro sehen. Vertrag Okay. akzeptieren, aber Hafer, gell? Okay, wen soll ich da hinschicken? Den Betrag. Ein Betrag, ja? Okay, Dann gut. mache ich nochmal die zwei Ballenpressen-Dinger akzeptieren. Dann machen wir Missionen. Obwohl, warte mal, wie viel kostet eine Ballenpresse? Oh, da sind wir gleich weit weg. Ich Na, meine mieten. Ballen. Ach so. Aber Da, die billige Standard. Aber lohnt sich das? Ja, die billige New Holland, 2.500 Euro. Pff, das geht. Ja, 70 aber. PS braucht man dafür. Ja, aber das Ding ist, wir müssen die Ballen ja dann heute wegkriegen. Und da haben wir auch nichts dafür. Ich glaube, es wäre schon schlauer, dann die von einer Mission die Fahrzeuge auszuleihen. Da mal Oder machen Hänger haben das. wir ja. Ja, aber keine Ballenhänger. Und ich habe jetzt nicht Wieder. gerade Bock mit denen, die wo wir jetzt momentan haben, da Ballen reinzuhauen. Du stehst übrigens ein bisschen im Weg. Hat sich von alleine erledigt. Danke. Ja. So freundlich bin ich doch. Als Hafer war's, ne? Hafer. Ist schon voreingestellt, aber leer. Haben wir noch irgendeine Art von Saatgut am Hof? Du hast Ich glaube nicht. Multi-Missions nicht mehr drauf. Haben wir nicht mit drauf? Nee. Oh nein. Saatgut, warte mal. Wer sagt, haben wir nicht im Hof, soweit ich weiß. Ich hole mir jetzt erstmal das Gewicht. Ohne Gewicht ist es ein bisschen leicht, ohne. Stimmt, ja, warte mal. Ich Wo fahr ist denn dann auch das? gleich mit. Da bremst er gerade. Das muss man sagen. So. Braucht man bei der. Ja. Ich hätte fast ein Auto So passt. aufgespießt. Das geht doch nicht. Das kannst du doch nicht machen. Also ich bin schon unterwegs zum Händler, ne? Ich auch. Ja, warte mal wieder. So. Alter. So. Komm, tut nichts, wunderbar. Komm hier rum. Alter, ja, okay. Ich glaube, der MB-Truck wird gar nicht allzu lange brauchen, weil es ist ungefähr die gleiche Größe wie Feld 2. Ja, weil deswegen ja. Und dafür 6.000 ist sau billig. Das ist Ja. sau viel. Was hab ich? Da gibt's für Feld 19 3.000, ne? Mit 90 ist es nicht dann größer? Das ist größer. Oh Gott, da war ein bisschen Buschen. Ah, Feld Jetzt 19? haut er den Burschen davon! Nein, er ist noch am Leben. Er hat vielleicht nur eine Betra-Greifenspur. Aber das muss. So, warte. Dann kaufen wir uns mal ein paar Big Ben. Warte mal, wie können wir die Nein, Paletten? nein, keine Big Bags, Ja, Paletten. ich hab's noch rechtzeitig gemerkt. Wie soll ich ihn kaufen? Ich habe eine gekauft. Okay, ich habe auch eine gekauft. Da stehen zwei da. Alter, das war rückwärts. Ich füll dich voll. Ja. Oh, das war vom Gewicht. Du musst ein bisschen weiter vorfahren, ne? Noch weiter? Also. Du stehst genau an der Palette. So. Ja, ich weiß, dass ich keinen Zugang zu dem Land habe. Jetzt R. Oh, da muss ich ein Blutler mal haben. Das ist einfach herrlich, du.
Ich habe vergessen, dass du ein bisschen auf unsere Seemaschine gefahren bist. Das können sie doch nicht machen. Ne. Eieieiei. Was? Stein. Also. Und da sind wir. Da gehen genau 2000 Liter rein. Höhe ist auf der Palette mehr drauf als wie 2000 Liter? 100 Liter sind drauf. Ne? Hm? 2100 Liter sind drauf, ja. Also. Da drunten. Dann habe ich fahre mal gleich mal rüber zu Feld Nummer 16. Ach, das ist ja gleich da drüben. Ich lasse dazu die Minimap offen, nicht dass ich mich hier noch irgendwo fahre. Zum Glück hat er nicht hergeschaut, was ich gerade gemacht habe. Hallo? Oh. So. Ist es nicht da hinten? Meine Güte, meine Auto. Okay. Jetzt drängelt doch nicht so. Der fährt nur 25. Das Auto fährt 30. Weißt du was an? Dude. Hallo? Bremst. Irgendwas ist hier kaputt. Denn? Ja. Ach so. Der war im Niedrigsten. Okay. Egal. Flo. Mhm. Geldchecker? Ja, nee. Das lag daran, weil du eingestiegen bist und da hat das alles ein bisschen umgeschmissen. Und jetzt habe ich natürlich nicht gleich gespannt, da dachte ich mir so, ja, ich schalte einmal hoch, ja, okay, 24, das passt, das müsste normalerweise. Dann vierte Gruppe, erster Gang sein. Es war dann aber dritte Gruppe, vierter Gang. Da geht's, ich hab. Hast du auch den Bus überfahren? Ja, zum Glück ist Chef nicht am Hof. Heieiei, du, der hat mich geschimpft. Wieso hast du eins von unseren Schafen überfahren? Nee. Okay. Dann ja, der war gerammt. Also, das geht ja noch. Warte mal, bin ich jetzt hier richtig? Ja, bin auf dem richtigen Weg, gut. Also, da kommt nochmal Kreis, okay. Hier Kreis, okay, da gibt's denn hier? Du! Ich kann. Das ist ja geil. Hm. Man kann über die Ding hier einen Strohballen darunter walfen. Scheiße! Was ist? Bist du runtergefallen? Jetzt haben wir ein Problem. Wieso? Wenn du den Ding, Dings hab, ach scheiße, ich muss ja dann hingehelfen rein. Mhm. Bin gleich da. Sag dann mal kurz den Lindtrag ein. Und schau dann mal Richtung Kuhstall. Okay. Da liegt was im Kuhstall. Oh. Oh ne, das kann auch leider. So. Funktioniert dort. Im Altrad. Oh, das sieht gut aus. Kannst du einsteigen? Kannst du ja gleich ein Ding einsteigen. Oh, wie kommt die da rein? Ich sag's dir, warte. Ist sie durch den Dach mit. Gepackt? Ja, ich bin da. Komm mit. Mhm. Ich bin hier so reingefahren. Ja. Wo stehen die da? Ja. Da. Und hab dann hier so eingelenkt. Und ich aber durch. Damit man die Kühe von oben einsteuern können. Und also. Ich bin so weit vorgefahren. Oh. Und hab abgelassen. Bin zurück. Ich bin rückwärts gefahren. Und ich bin stark, ich heb die raus, ne? Oh. Die haben bloß zwei Säcke. Wieso kann ich die nicht schmeißen, hallo? Halt, stopp, nicht rausschmeißen, nicht rausschmeißen, nicht rausschmeißen. Okay. Das ist wohin dann? Wo würdest du hinbringen? Ja. Die ist so schwer. Die steht an der Decke. Geh mal oben rauf. Ach so, ja warte, ich muss da wieder hier raus. Komm ich hier raus? Ja. Haben mich durchquetschen können. Ah, da ist sie.
Links oben. Ich schmeiße wieder runter, ne? Nein! Oh, stell sie da irgendwo hin. Ja, ich hab sie hingestellt. Ja, warte, ich stell sie dann auf Zeit. Nicht hier. Mittig hin. Mann, ey. Ja, so. Ich stell sie da irgendwo hin. Ja. Sie steht jetzt schön am Tor. Rand. Hier ist ein Tor. Ja. Hallo, hier ist ein Tor, ne? Wo ist ein Tor? Hier ist ein Tor. Kann man das auch mal? Ah, kann man hier? Zum Einstreuen gedacht. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wieder dafür gedacht. Immer mal. Ja, da machen wir jetzt mal Geld, oder? Würde ich schon sagen, ja. Was ist denn das jetzt? Anlenk, du hast das Ding nicht dran, gell? Ja, warte mal. Mach dem jetzt mal CVT rein. Gibt's gar nicht. CVTs. Case. Du meinst IVT. Mit IVT das hab ich dem hat eine Direct Drive drin. Direct Drive. Das müsste auch das sein vom Ding. Du hast den Ladewagen nicht dran. Oh. Wieso brauche ich den Ladewagen? Zum Heuer. Ach so. bin jetzt dann nur am Überlegen. Wollen wir zuerst, wollen wir Silage wegmachen oder Heu? Silage kann drin bleiben. Drin liegen okay. Bleiben. Das heißt, wir machen zuerst. Was gibt mehr? Moment, was gibt mehr? Silage. Das ist klar, aber die Frage ist. Heu ist sinkend. Und Silage konstant. Was machen wir dann? Also erstmal mache ich Silo. Oh. Da würde ich sagen, ehrlich gesagt, Silage, weil wenn Heu sinkend ist, dann warten wir, bis es wieder steigt. Okay, gut. Das heißt, dann fahren wir mal hier hin und dann sammeln wir mal ein bisschen was auf, ne? Sieht jetzt zwar nicht jedermann gerne, aber es geht einfach so am schnellsten. Was ist das denn jetzt schon wieder? Mal leicht drüber gehen, komplett. Ja. Ich mach mal auf der anderen Seite hier kurz auf. So. Dann hole ich. Warte mal, wo ist denn. Oh! Egal, der ist. Wo ist denn unser Weidemann? Ah, der steht auf der Hälfte vom Weg. Oh. Ich glaube, ich wollte dann mal die Paletten holen. Die Palette holen. Kann sein. Du wärst am Arbeiten. 6%. Bin unterwegs. Okay. Ich warte dann hier mal, ne? Ah, da kommt er. Perfekt. Warte mal, wie geht's eigentlich unseren Schafen? Oh Gott, hier schaffst du auch. Eieieiei. Jungs, was habt ihr nichts gemacht über Nacht? 82 Liter. Doch, das war mal weniger. Echt? Das ist ja, kurz ja. Vor zwei, ja. Das ist kurz vor zwei Ballen. Okay, schon. Alle. Und jetzt war's soweit. So. Schauen wir mal den kurz hier auf die Seite. Warte mal, ich kann immer jetzt auch mal Direct Drive reinmachen. Weil da hat die auf IVT drin. Direct Drive. Oh. Oh. Stopp, ich will nicht, dass automatisch die Gänge schaltet. Oh. Ist das. Ah, jetzt passt. Okay, gut. Ja, dann stelle ich die mal auf Zeige, ne? Den brauchen wir jetzt gerade nicht. Momentan. Aufsatz stellen wir, ich weiß nicht wieso, aber stellen wir einfach mal hier rein, schon ins Blümchen, in Blümchenwiese. Alles der Wendig. Oh, ne, ist der Wendig. Heieiei. Das ist schon geil, muss man sagen. Ding. So. Alter, jetzt stellt ihr da einfach rein, ey. Gerade wollte ich den. Hm? Das Blöde.
Ey, dein blöder Ernst, ne? Ich wollte dir gerade helfen. Was macht dann abkuppeln an Seite stellen? Woher soll ich wissen, dass du mal wieder mitfahren willst? Ich hab grad. Ich mach mal weiter da vorne. Ja, der schafft's nicht. Deswegen schalte ich immer von Anfang an den kleinsten Gang. Das ist alles an, was geht. Bei dem. Nicht schön. Du auch? Komm schon, Frontif regelt. Ja. Doch, was? Frontif regelt? Frontif. So. Drüber hier. Wo gibt's denn den besten Silagepreis eigentlich? Gibt bloß einen Silageverkauf. Der ist wahrscheinlich. Scheune. Scheune? Ach, die ist doch da hinten, ne? Ah, genau. Die AK Scheune. Den Punkt... Schweine verstanden. Was? Ja, Schweine. Schweine? Schweine? Gib mal zu! Na ja, nicht so eilig, mein ja. Mal geblinkt, hat er! Natürlich hat er geblinkt. Ich hab Allradlenkung noch drin. So. Wenn wir uns hier mal hochschalten, wie schon sie überholt da hinten noch. Das geht ich werde so oder so überholen, weil er komischerweise 60 fährt. Ach so. Da war was, ne? Bei mir ist 53 der höchste. Okay. Warte mal, ich mach mal ein Licht vorne an so. Der hat dich aber voll ausgebremst. Der hat mich weggeschossen. Oh Mann. Oh Gott. Überholst du? Ich muss runterschalten. Jetzt war er noch stark. Oh Mann. Weil der liegt aus, ey. Nee. Eieiei. Du hast schon mich weggeschossen, da war ich noch rein auf. Oh Mann. Das kann was werden, du. Typisch Flo. Ach nee. Jetzt fehlt nur noch, dass so. Dazu kommt, ne? Ich hoffe so, dass er jetzt nicht kommt. Ansonsten habe ich heute komplett reingeschissen. Ne, okay, ich bin drüber. Oh. Hat der schon so, offen? Na. Der hat aber immer offen. Ja, das ist ja irgendwie so ein Schleichweg hier da hinten. Oh. Bin klar gedonnert. Oh. Ja, ich hab die. Immerhin habe ich die Laterne verfehlt. Bin nicht da auch noch reingefahren. So. Okay, gut. So. Schieben wir mal dahin, dann hat Google gespannt. Ich weiß, die Folge ist auch wieder ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, zu Weihnachtszeit kann man das auch mal machen. Schieb mich ja nicht weg, ich sag's dir. Es geht, all gut. Alter, minimalistisch, ganz knapp. Ja. Ich wundere mich jedes Mal aufs Neue, wo wir eigentlich hier abladen, ne? Ich auch. Wir laden einfach so Betonboden irgendwo hinten in dem Viehhändler. Das war eine abrupte Bremsung. Ich glaube, so. 9000 Euro, oh. Das geht eigentlich. Und mit 300. Diesem wunderschönen Spektakel dürfen wir uns für die heutige Folge auch schon wieder bedanken, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die ihm was fehlen darf. Hallo? Flo? Ja? Hast du was gesagt? Ja. Du hast bloß gesagt, wir dürfen uns bedanken und dann war's weg. Okay, und jetzt kommt die Abmoderation, die niemals sehen darf. Ach so, ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet aber keinen Sinn. Unten den roten Knopf drauf, fassen den digitalen Glock aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengrad. Und bis dahin macht es gut. Haut rein und ciao, ciao. Wenn es wieder heißt Flo oder Rappi-Ding. Ja, und muss ich nicht uns geht's gut. Tschüss.
purpose was wrong. And I'm still on my way, closer to where I belong. I'm still rolling the dice, praying.